Matthias Büttner von der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt spricht über die kontroverse Frage, ob Transgender-Personen im Sport teilnehmen sollten, und kritisiert die angebliche Doppelmoral einiger Politikerinnen. Matthias Büttner von der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt spricht in einer kontroversen Rede über die Teilnahme von Transgender-Personen im Sport. Er beginnt mit einer scharfen Kritik an der fehlenden Sporterfahrung vieler Zuhörer und erklärt den Grundgedanken des Sports, faire Wettkämpfe, bei denen Athleten ihre Fähigkeiten messen. Büttner argumentiert vehement gegen die Teilnahme von Transgender-Frauen im Frauenboxen und kritisiert Politikerinnen, die er für eine angebliche Ignoranz gegenüber den tatsächlichen Bedürfnissen von Sportlerinnen verantwortlich macht. Er bezeichnet die Politik der Grünen als ideologisch motiviert und fordert faire Wettbewerbsbedingungen. Dabei wirft er diesen Politikerinnen Heuchelei vor, da sie sich seiner Meinung nach nur oberflächlich für Frauenrechte einsetzen. Büttner betont, dass die Menschen genug von solchen Schlagzeilen haben und fordert ein Ende der angeblichen Doppelmoral in der Politik. Er schließt seine Rede mit einem Dank an die Zuhörer für ihre Aufmerksamkeit.